Microsoft stellt seine neue Spielkonsole Xbox One X vor. Der Technologiekonzern will mit dem Gerät der PlayStation 4 von Marktführer Sony den Rang abjagen. Die neue Xbox soll leistungsfähiger sein und kann an Ultra-HD-Bildschirme angeschlossen werden. Xbox-Teamchef Phil Spencer kündigt bei der Produktvorstellung im Vorfeld der Videospielmesse E3 in Los Angeles an, dass die neue Konsole ab dem 7. November weltweit für $499, umgerechnet rund 446 Euro, in den Handel kommen soll. Die Sony PlayStation 4 dominiert den Markt der Spielkonsolen. Laut Branchenkennern wird das Gerät des japanischen Elektronikkonzerns doppelt so häufig verkauft wie die Xbox One.